dir heute, wie du aus deinem fertigen Strickstück ein Meisterstück machst, was du dazu brauchst, wie du es machst, welche Fehler du vermeiden solltest und warum das Ganze so wichtig ist. Und dann gibt es auch noch einen Bonustipp, wie du dein Strickstück im Alltag behandeln solltest. Was du brauchst, ist ein großes Handtuch, in dem du dein Strickstück waschen kannst. Selbstverständlich kannst du auch das Waschbecken benutzen. Dein Strickstück. Ein wenig Wollwaschmittel. Für echte Wolle niemals Weichspüler benutzen. Das zerstört die Fasern. Handwarmes bis lauwarmes Wasser. Nicht eiskalt und nicht heiß. Farbfangtücher, denn egal ob du mit handgefärbter Wolle strickst oder mit industriell hergestellter, es kann sein, dass sie ausblutet. Einfach mit ins Bad geben und nun das Strickstück sanft ins Wasser drücken. Wirklich nur sanft. Wir wollen, dass die Wolle sich von selbst in diesem Bad entspannen kann. Wir achten nur darauf, dass alles bedeckt ist. Und dann brauchst du Zeit. Das Strickstück darf sich nun etwa 20 Minuten in dem Bad entspannen. Nutze die Wartezeit, um ein Tässchen Kaffee zu trinken. An deinen anderen Strickprojekten zu arbeiten. Die Zeit ist vorbei, wir können unser Strickstück rausholen. Hier hat sich von der Farbe her gar nichts getan. Die Farbauffangtücher habe ich umsonst rein. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und nun das Strickstück sanft auswringen. Wirklich nur drücken und das Strickstück nicht drehen. Ich zeige gleich, was du auf keinen Fall machen sollst. Niemals so drehen. Das ist viel zu heftig für dein Gestrick. Versuchst jetzt die größte Menge des überschüssigen Wassers wirklich nur durch sanftes Drücken herauszubekommen. Gibt es noch einen kleinen Trick, wie man auch viel mehr Wasser hier rausbekommt. Nimm dein Strickstück und rolle es in ein Handtuch ein. Und jetzt kannst du noch mal fest drücken und das sieht man schon am Handtuch, da kommt noch mal eine Menge Wasser raus. Den Vorgang mehrfach wiederholen und die trockenen Stellen des Handtuchs nutzen. Wenn du Probleme mit dem Handgelenk hast oder mit deinen Handgelenken, dann kannst du das Ganze auch auf den Boden legen und mit den Füßen auspressen, indem du darauf steigst. Das Handtuch ist jetzt ziemlich nass. Das hänge ich gleich zum Trocknen auf. Wir schauen uns jetzt mal an, ob sich das Strickstück schon etwas verändert hat. Und ich würde sagen, das ist ein ganzes Stück gewachsen. Ich habe hier Merino-Wolle verstrickt und Merino-Wolle tendiert dazu, nach dem Waschen zu wachsen. Was immer wichtig ist, mit einzukalkulieren, bevor man mit dem Stricken beginnt. Deswegen sind Maschenproben so wichtig. Ich rede ein bisschen ausführlicher darin in dem Tutorial Maschenproben, das ich hier oben verlinke. Vielleicht möchtest du dir das auch noch anschauen. Wenn du dir nun die ganzen Schritte sparen möchtest, dein Strickstück selbst zu waschen und auszuringen,
kannst du es auch in die Waschmaschine geben, solange die Wolle das zulässt. Meistens ist Handwäsche empfohlen. Wenn du dich für die Waschmaschine entscheidest, dann stelle bitte den Wollwaschgang ein und achte auf die Drehzahl. Bei mir ist voreinprogrammiert 1200 Umdrehungen und da gehe ich immer runter auf 800 und bis jetzt ist mir noch nichts passiert. Wichtig auch bei der Waschmaschine, keinen Weichspüler bei Wolle verwenden. Jetzt ist die Frage, wie dieses Teil hier am besten trocknet und was wir noch tun können, damit es noch ein bisschen besser aussieht und hier diese Kanten nicht so schief sind oder hier etwas absteht. Deswegen schnappe ich mir ein zweites großes Handtuch, das ich als Unterlage benutze, damit der Tisch hier nicht kaputt geht. Auch wenn das schon ein bisschen ist. Breite jetzt dein Strickstück auf dem Handtuch aus. Und dann zupfst du es zurecht. Das ist ganz wichtig bei einem Pullover, dass alles stimmt. Auf keinen Fall einen Pullover auf einem Kleiderbügel trocknen lassen, denn es ist ja doch noch sehr feucht und damit schwer. Und das zieht das ganze Kleidungsstück dann nach unten und zieht es in die Länge. Nicht machen. Unbedingt liegend trocknen. Auch auf einem Wäscheständer, wenn du es dort liegend hinlegst, empfehle ich nicht, denn dann können die Wellen entstehen, also dass sich das Gitter des Wäscheständers dann abzeichnet und dann der Pullover ein Wellenmuster drauf hat. Wollen wir auch nicht, deswegen ist es wichtig, das Teil im Liegen zu trocknen und jetzt eben gut in Form zu zupfen. Worauf ich immer besonders achte, ist das Halsbündchen, dass das perfekt liegt und so wie es sein soll, wie es dann auch getragen wird. Ruhig ein bisschen hindrücken. Dann sind die Ärmel wichtig. In meinem Fall habe ich keine Seitennaht. Das heißt, ich falte mir eine Seitennaht, damit der Pullover später richtig fällt. Und packe mir dann auch meine Ärmel dementsprechend drüber. Der Tisch ist jetzt ein bisschen zu klein. Wenn ihr es am Boden macht, ist es ein bisschen besser. So rutsche ich mal rüber, denn jetzt kommt der Körperteil. So, und jetzt ziehe ich mir einfach Linie auf Linie, damit das hier unten wirklich akkurat und auf einer Höhe ist. Kontrolliere die Seite, auch hier, dass die Naht stimmt. Und weil ich jetzt so wenig Platz habe, muss ich jetzt meinen Ärmel hier klappen, sonst wird er runterhängen vom Tisch, was ich nicht haben möchte. Deswegen wird er jetzt geklappt. Dann könnte hier natürlich eine Falte entstehen. Aber ich mache das jetzt genau an der Raglanlinie, dann ist es nicht ganz so dramatisch. Also immer ein bisschen darauf achten, dass wir nicht absichtlich Falten produzieren, die wir nicht haben wollen. Das Bündchen hier liegt schon ziemlich gut, aber auch die Bündchen der Ärmel aufeinander anpassen, dass die Kante auf Kante liegen, bei beiden, damit es dann wirklich, wirklich schön ausschaut. Ein, zwei Tage warten, bis du dein fertiges Strickstück auch anziehen kannst oder ausführen kannst. Ich möchte dir jetzt gleich noch zeigen, was denn der Vorher- und Nachher-Effekt ist, welche positiven Effekte dieser ganze Prozess auf dein Strickstück hatte und dann gebe ich dir noch Tipps für dein Strickstück im Alltag, wie du es richtig pflegst.
Situation natürlich nochmal angeschaut, das ich aufgenommen habe, bevor ich den Pullover gebadet habe. Und ich glaube, das Erste, was auffällt, ist, dass dieses Superwash Merino Garn wirklich nochmal um einiges gewachsen ist. Am deutlichen sieht man das Ganze an den Ärmeln. Die saßen vor dem Waschen ungefähr hier und jetzt habe ich normal lange Ärmel. Da sieht man, wie wichtig es ist, eine Maschenprobe zu machen, damit man am Ende nicht zu lange Ärmel hat. Auch in der Gesamtlänge, jetzt muss ich schon auf Zehenspitzen gehen, damit man sehen kann, ist der Pullover ein ganzes Stück gewachsen. Der war zuvor kurz bei dem Knopf, der Knopf hat ein bisschen rausgeguckt und jetzt bedeckt er meine Taschen. Ich kann es nicht genau zeigen. Insgesamt fällt das ganze Teil auch viel lockerer. Es hat sich hier hinten fast schon, ja, steif angefühlt, aber jetzt ist das Ganze wirklich sanft und es fällt locker und sitzt wunderbar am Körper. Wie sich so ein Strickstück nach einem einfachen Bad noch verändert. Unglaublich. In diesem Video habe ich dir jetzt nur gezeigt, wie man einen Pullover richtig fertigstellt und finalisiert. Wenn man dagegen ein Lochmuster hat, ein Aschurmuster, beispielsweise bei einem Tuch, dann legt man das gute Teil nicht nur zum Trocknen hin, dann muss man es auch wirklich spannen und in Form zupfen bzw. mit Hilfsmitteln auf einer Spannmatte stecken. Irgendwann habe ich vielleicht die Muse dazu und mache dazu auch ein Video. Aber jetzt kommen erstmal noch die Tipps, wie du mit deinem fertigen Strickstück, nachdem alles fertig ist, im Alltag umgehen sollst. Den ersten Tipp, den ich für dich habe, ist: Trenne deine selbst gestrickten Sachen von deiner anderen Wäsche. Habe wirklich, wenn du schon mehrere Teile hast, vor allem für deine Schmutzwäsche einen separaten Wäschekorb nur für deine gestrickten Teile, damit die nicht doch versehentlich in der Waschmaschine landen und einen Waschgang mitmachen, den sie eigentlich nicht vertragen. Ich rede aus Erfahrung, mir ist es auch schon passiert, dass mir ein Strickstück dabei kaputt gegangen ist. Wenn du die Teile nämlich immer gut voneinander trennst, dann sollte es eigentlich nicht vorkommen, dass du einen Weichspüler für Wolle verwendest oder dass du dein gutes Stück viel zu heiß wäschst und es danach am Schluss noch verfilzt. Bei vielen Teilen, die du bereits gestrickt hast oder noch stricken wirst, ist es vielleicht gar nicht nötig, dass du Handwäsche machst. Oft hat die Waschmaschine nämlich auch die Funktion der Waschmaschine. Wie gesagt, geh lieber mit der Drehzahl da ein bisschen runter und verwende auf keinen Fall Weichspüler, wenn es Wolle ist. So brauchst du nicht jedes Mal Handwäsche machen, aber wenn du dir unsicher bist, wie sich dein Strickstück verhält, dann wasche es wirklich erstmal per Hand. Wichtig, egal ob du es per Waschmaschine wäschst oder per Hand, dein Teil solltest du liegend trocknen. So aufwendig, wie wir es jetzt hier gemacht haben in dem Video, ist es dann für die zukünftigen Male nicht mehr notwendig, dass du all deine Teile auf ein Handtuch legen musst. Jetzt reicht es vollkommen aus, wenn du es liegend auf dem Wäschetrockner platzierst. Allerdings auf keinen Fall auf einem Kleiderbügel, da hängt sich das Teil dann nämlich wirklich nochmal so richtig aus. Oder bei einem Kleiderbügel kann es natürlich auch passieren, dass die Ecken hier dann kleine unschöne Kanten hier machen und hier so kleine Zipfelchen abstehen, was natürlich dann seltsam aussieht. Was die Aufbewahrung im Kleiderschrank betrifft, ja, so kommt das ein bisschen auf das Strickstück an. Hast du mit sehr feiner Wolle gestrickt, wie beispielsweise mit Lace-Garn, dann empfehle ich es wirklich zusammenzulegen und gefaltet in den Schrank zu packen. Hier habe ich Garn in Sockenwollstärke doppelt gehalten. Es ist also doch durchaus etwas stärker. Da packe ich es dann schon auch mal auf den Kleiderbügel, aber erst, wenn es wirklich komplett trocken ist und auch in den Schrank gepackt werden kann. Wenn du dir jetzt mit all den Begrifflichkeiten rund um das Thema Wolle wie Garnstärke oder Garnzusammensetzung noch nicht so sicher bist, dann habe ich noch eine kleine Videoempfehlung für dich. Und zwar gibt es von mir ein Video, alles über Wolle, das ich hier oben verlinke, wo ich nochmal die wichtigsten Begrifflichkeiten erkläre, die dir beim Stricken wirklich so einiges erleichtern. Und auch beim Umgang mit deinem fertigen Strickprojekt. So, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn du noch Fragen hast, dann pack die gerne unten in die Kommentare. Ich bemühe mich immer wirklich, jedes Kommentar zu beantworten. Und häufig ist meine Community schneller als ich.
Wir sehen uns dann nächsten Samstag wieder in einer regulären Episode, in der ich mal wieder über meine Strickprojekte plaudern werde. Bis dahin, strickt schön. Tschüss.